Willkommen zurück zu Halbtot und richtig lebendig. Genau der da. Der ist halbtot, ich bin lebendig. Obwohl, eigentlich, wenn ich an meine Wachheit denke, bin ich eigentlich halbtot. Ich muss vor allem mir abgewöhnen, den Gnom zu heilen. Weil der ist nämlich gerade in eine Mine gelatscht. Oder auch nicht, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt. Oh, das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Müssen wir gucken. Okay, wenn ich mich drum bewege, natürlich, weil dann tickt's ja. Das ist aber auch merkwürdig eigentlich, ne? Wenn ich stillstehe, passiert gar nichts. Na, das ist genau wie mit den Feuereffekten auf dem Boden. Die ticken ja auch noch, wenn wir uns bewegen. Ja, was aber... Na gut, ich vermute mal, das ist einfach dem runden Kampf geschuldet. Ja. Das ist natürlich die Frage, wie können wir das aktiv und immer triggern? Weil ich kann nämlich so eine Giftmagie natürlich nicht. Du kannst nur Giftpfeil, oder? Ich weiß nicht, weil immer Granaten zu werfen? Na, ich bräuchte theoretisch... Ich bräuchte wirklich ein paar Punkte in Geomant. Dann müssen wir erstmal leveln. Weil sich, also die Zwillingsfähigkeiten, da bin ich recht weit dabei, da bin ich ganz gut dabei. Also ich habe noch die Schurkenfähigkeiten und so. Also ich habe noch 3 Giftwolkenpfeile, also. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir alles hin, denke ich mal. So, Madora, bin ich erstmal wieder an mich und dann gehe ich dir nach, du Hammelbein. Ja, dann am besten halt 5 Meter Abstand, weil wir. Aber besser nicht 5 Meter Abstand, weil jetzt müssen wir nämlich Big Safe, jetzt müssen wir nämlich versuchen, die Orks da vorne platt zu machen. Haben wir die noch gar nicht? Nein. Ach stimmt. Die waren Level 6, ne? Ja genau. Hey, Steinemann. Oh, wo kommen denn auf einmal diese ganzen Fallen hierher? Ich weiß nicht, vor allen Dingen dachte ich, wenn sie im Wasser liegen, ist alles in Ordnung. Okay, dann heilen wir uns alle nochmal, hervorragend. Du vergibst es dich am besten selber? Weil ja, ist eine gute Idee. Diesmal hast du ja genug Lebenspunkte. Theoretisch könnte ich dem Ganzen noch Bluten geben, weil ich habe ja auch noch einen Bluten-Debuff, zerreißen. Ja. Aber der macht ganz schön viel Schnittschaden, also auf einmal. Ne? Sehr viel, also 63 bis 124. Wie kriegen wir dich heil? Das ist echt ein Problem. So außerhalb des Kampfes, also zu nebenbei heilen, ist das echt dämlich, muss ich sagen. Das geht schon hin. Also grundlegend ist das ziemlich imbar eigentlich. Also wenn es irgendwie irgendwann richtig skills, also ich vermute mal, es ist wirklich mehr so ein Late-Game-Ding. Mhm. Aber so bleibt spannend. Ich überlege gerade, ob ich noch welche Tränke im Moment habe, wo wir irgendwie direkt einen dezidierten Diff-Tank haben, aber auch nicht so wirklich. Da müssen wir uns vielleicht doch mal mit den Crafting auseinandersetzen. Ich habe nämlich gerade mal geguckt. Wir müssen mal vielleicht noch ein paar mehr Bücher lesen, weil ich kann eigentlich aktuell gar nichts herstellen außer Essen. Wir können halt ewig rumprobieren, weil ich die meisten Kombinationen schon kenne, um ein Rezept rauszukriegen, aber naja. Das Ding ist, Heiltränke brauche ich auch nicht mehr, die kann ich theoretisch alle mal drüber geben. Ja, die wirst du aber nicht mehr trinken können. Kranker Scheiß, Alter. Kranker Scheiß, heftig, heftig. Ein Giftwolkenfall, welch Glücksfall. Nice, special Mann. Alles klar, wo rein, was? Warte, dann lass mal kurz scouten, wo sind. Ach, wir sind diesmal von oben gekommen, das sind lange hier noch die lieben Bomben. Ich war verwirrt, Leute. Quick Save, wir sind ja voll geheilt. Ne, du bist nämlich nicht voll geheilt, aber gut. Das macht dann Infight, weißt du? Achso, okay, mal, wir können die Burschen gucken. Ich überlege, ob ich mit einem Giftwolkenpfeil eröffne und dann versuche. Ja, ich mache das. Ich öffne mit einem Giftwolkenpfeil. Obwohl, der macht gar nicht so viel Reichweite, wie ich mir das vorgestellt habe. Was? Was hat. Wer hat denn hier. Warum? Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe nichts getan. Ah, scheiße. Na gut, es kommt zum Glück nur Grulbark der. Fick dich, Grulbark der Furchtlose. Zum Glück kommt nur Grulbark der Furchtlose ran. Ich muss mal. Warum ist ein Beide oder das Zug jetzt nicht passiert? Ach, weil sie Furcht hat. Oh, der bist du so. Dann willst du mal neu laden? Sicherheitshalber? Nee, lass mal so probieren. Entweder sterben wir jetzt gleich instant oder wir. Naja. Ich gehe einfach mal direkt rein. So. Oh, das Problem ist natürlich. Oh, das war vielleicht ein Fehler, weil Beidotter ist nicht da und Madora ist ganz weit zum Schluss. Ich kann kein Feuerball zaubern, warum das denn nicht? Weil der. Hä? Hier oben auf das Ölfass wäre gut, ne? Ja, aber ich kann nicht. Warum kostet der Feuerball denn. Achso, meine Pyrokinetikfähigkeit ist nur. Ja, genau. Ich kann ihn zwar schon erlernen, den Feuerball, aber das Zaubern kostet 9 AP, genau. Ach, wegen geringer Fähigkeit, oder was? Nee. Ja, awesome. Gut, richtig awesome. Ich kann mir quasi nichts Besseres vorstellen, als geringe Pyrokinetikfähigkeit zu haben. Sehr gut, der dürfte weg sein. Der Schamane wurde leider nicht getroffen. Das ist ja ärgerlich. Das ist klein und eine Wurst. Ah, das heißt, das warst du. Und Betäubung 4 Schlange hervorragend. Das Problem ist, dass die Burschen, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, welche was mit Giftschaden zu machen. Nee, wahrscheinlich nicht. Sind sie noch mehr Ohrkriege? Wo rennen die denn hin?
Oh, guck mal. Nice. Lol. Thank you. So, okay, pass auf. Ich müsste theoretisch... Ein Wurf kostet 3 AP. Ich kann also 4 nach vorne laufen. Was wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Willst du dir jetzt eine Giftgranate auf den Kopf werfen oder was? Ja. Reicht nicht aus. Wie? Achso. Großartig. Ich komme nicht weit genug nach vorne. Das war die beschissenste Kampferöffnung ever. Ja, weil ich glaube, da haben wir da eine Typ nach vorne gelaufen, dann bin ich in den Sichtkrieg reingeraten. Wo ich da halt schön stand. So. Aber da ich das Beidot der letzten Zug nicht so viel gemacht hat, machen wir jetzt mehr. Als vorher. So, das war's noch schön mit allen AOE, die ich so hatte. So, Feuerwehr fällt nach wie vor aus. Ich hab fehlgeschlagen. Wie lange ist er noch betäubt? Gar nicht mehr. Ja, gut. God damn it. So, er möchte vielleicht noch. Okay. Ja, okay. Bitte hilf mir, Freund. Was? Warum bist du hier schon wieder tot? Hey? Ich weiß es nicht. Oben ist übrigens ein Schleimfass. Ach nee, ein Schleimfass ist nicht Gift, oder? Doch. Dann sollten wir vielleicht von der anderen Seite nochmal rangehen, weil da oben steht ein Giftfass. So, kriegst du die Burschen da jetzt durchgeballert? Mal eben. Sind ja nur 5. Ah, sind 2, okay. Das war okay. So, Grünburg macht wahrscheinlich gar nichts. So, jetzt könnte ich noch einen Giftwolkenpfeil auf die ganze Chose hier raufschießen. Etwas ja. Zu spät. Ja, okay, dann machen wir alternativ einen Dampfwolkenpfeil. Nein, das habe ich noch so im Inventar. Ich habe noch einen Explosivpfeil. Klingt gut, oder? Auf den Ork-Krieger bei Grünberg am besten. Dann erwischt du zumindest den und den anderen. Ja. Na gut. Das ist möglich. Also auf jeden Fall ist Grünberg gleich da. Schön so. Ich habe jetzt auch 8 HP, das heißt, ich kann jetzt gleich nochmal... Nee, hä? Wie viel kostet das? 9. Und ich habe 8. Das ist so teuer. Und da ist Grünberg gestorben. Ja, die ganzen Typen sind ja auch alle nass, weil Mr. Super Schamane ja unbedingt der Meinung war, er müsste Wasser zaubern. Beruhige dich. Komischer irgendwo Ork-Weibläufer, der noch gar keinen Damage genommen hat. Kannst du schon wieder ranchargen? Achso, du bist. Nee. Ich will was anderes machen. Feg dich. Overwatch. Ach, siehst du, XCOM 2 ist rausgekommen. Habe ich immer noch nicht gekauft. Ich hab schon und spiele schon. Achso? Auch als Let's Play oder so? Nur so? Nee, nur so. Ich wollte es eigentlich erst machen, dann ist mir etwas dazwischen gekommen. Und dann habe ich beschlossen, ist doch nichts zu tun. Jetzt mache ich Unravel als nächstes Singleplayer-Projekt. Achso. Ja, ich bin leider aktuell aus privaten Gründen ein wenig, bin ich froh, wenn ich abends noch so für mich zocken kann und deswegen komme ich gerade aktuell zu nicht so viel und deswegen, Dito. So, ich darf endlich meinen Feuerball zaubern, das ist klasse. Das mache ich auch direkt, einfach weil ich es kann. Gib ihm. Macht gar nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Aber der Typ sag mal, gegen tote Charaktere, Alter, der war nice. Ah, gut gemacht. Gegen tote Charaktere eigentlich auch Erfahrungspunkte? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich mal sehen. Hä? Ja. Du siehst ihn wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ist auch so blöd. Dass die außen der Dampfwolke heraus zaubern können, aber man nicht reinzaubern kann. Sollten sie eigentlich nicht können. Doch, warte mal. Jetzt kann ich ihn komischerweise sehen. Ich glaube, ich hatte vorher einfach keine direkte Line of Sight. Weil so kann ich ja was machen. Die komische verdammte Ork-Schamane, der reicht jetzt langsam aber auch. Wirklich. Hassenswerter Mann. Also ich kann ihn direkt treffen? Oh, Leute. Was? So, dann, So, ja, ich bekomme Erfahrung. Okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir dich vom Boden aufgelesen kriegen. Ich habe da vorhin irgendeine Schriftrolle gekauft. Wo ist denn jetzt hin? Weil irgendwie hatten mich aber alle... Maduro hat eine. Okay, weil nämlich Olle Therion hat, glaube ich, nämlich immer eine im Angebot. Also jedes Mal, wenn man zu ihnen hingeht. Okay. Die kostet halt nur 98 Gold, das nehme ich jetzt jedes Mal eine mit, wenn ich ihn sehe. Da kommen wir auch noch gute Erfahrungspunkte, die kriege ich auf jeden Scheiß. Und wir haben es geschafft, vor allem nicht so beim letzten Mal, wo wir böse dran gescheitert sind. So, dann sind wir zu, wie du dich da geheilt. Hast du noch mehr als 100 HP? Ja, was war denn das jetzt? Was denn? Achso, nee, es hat gerade nur geleckt irgendwie bei mir. Oh, vielleicht ist mein Internet wieder schuld. Giftwolkenpfeil, nice.
Du bist noch ein Gift für den Fall. Fertigkeit ein Boot des Verstärkens. Verleiht euch oder einem anderen eine magische Rüstung. Geomant. Nehme ich mir gleich mal mit. Oh, zwei Explosionsfeile. Jawohl. Mittlerer Heiltrank. Jawohl. Befehle. Interessant. Oh, verflucht. Ich kann, ich brauche Lernmeister Stufe 2 mittlerweile. Für was? Um neue Sachen zu... Dingsen? Identifizieren? Zu dingsen, genau. Das ist interessant. Eventuell wäre da ein Ring recht nützlich, mit dem, also den man dann einfach anlegen könnte. Für solche Sachen. Interessant. Ich habe übrigens die Befehle der Ork, und zwar auf Befehl der Allmutter. Dieses Regiment ist einzig und allein für das Auffinden des Sternsteins in der schwarzen Bucht von Syzael zuständig. Bringt mir den Stein und ich werde euch vielleicht euren behalten lassen. Was? Hä? Bringt mir den Stein und ich werde euch vielleicht euren behalten lassen? Ich meine, wenn sie jetzt Eier suchen gehen sollten, dann hätte ich das verstanden, aber so. Ich verstehe Orks sowieso nicht. Ja, Orks sind doof. Bestimmt. So, magst du dich bitte heilen? Ich werde nervös sein, wenn Partymitglieder auf 3 HP rumgondeln. Ja, ich weiß nicht wie. Weil das Problem ist, ich habe 62 HP, oder was? Dann geh mal einen Meter nach links. Ohne Dings. Wieso? Nee, warte mal. Speicher mal wieder. Bevor du den nächsten Pfeil verschwendest. Ich habe eine andere Idee. Also dieser Pfeil sagt tatsächlich wortwörtlich Giftwolkenpfeil. Das heißt, er ist relativ safe. Ja, aber wir müssen ihn ja nicht verschwenden und wieder für eine Heilung. Wenn hier was anderes rumsteht. Ach so, das Giftfass. Hä? Verstehst du? Ich finde das übrigens aus RP-Gründen sehr besorgniserregend, dass du durch Giftwolken läufst und dich daran labst und generell überhaupt. Also. Tito. Also das, weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch, dass Partymitglieder sowas machen. Was hab ich denn hier noch? Kann ich noch schnappen? Ich wollte mal was anderes machen. Weißt du, Sonnefläche, die müssten wir irgendwie zaubern können. Das wäre richtig episch. Kannst du, glaube ich, mit, oh, ich kann das magische Giftschachtel dreimal zaubern. Jawohl. Sehr gut, komm her. Das ist nicht mein Schlau, was machst du denn gerade? Ich bin gerade am Mentalmanagement. Du kannst magische Giftschachtel, ist denn nicht Vergiftung? Ja, also ich kann den als meinen Stab, also dreimal, aber ich benutze diese Stabfähigkeiten sowieso nie, weil die halt 10 Milliarden AP kosten. Ich weiß auch gar nicht, wie man die wieder auflädt. Geht wahrscheinlich irgendwie. Sagt die Zeit? Die Zeit sagt, dass wir noch 7,5 Minuten haben. Alrighty. Danach muss ich auch los. Ach, guck mal, hier ist ein Portal. Yay. Ich weiß nur das. Orks hinterlassen viel bessere Krümel als schimmelige Skelette. Ja, das ist ein wahres Wort der Ratte. Warum sind die ja nicht tote Orks? Das weiß ich gar nicht mehr. Warum fühle ich mich beim Anblick von so vielen toten Orks nicht mehr erleichtert? Weil das, was sie getötet haben, hinter der nächsten Ecke lauern könnte und wir haben keine Ahnung, ob das Freund oder Feind ist. Na, ich vermute Feind. Guck mal, eine Blitzwolke. Was hat es damit auf sich? Ich weiß es nicht, aber ich kann scheinbar Telekinese 20, wenn ich es gerade so sehe, wie weit ich das Ding schreiben kann. Warum kann ich das? Mal ohne Witz, warum kann ich das Ding so nicht weit bewegen? Ich könnte es nicht sagen. Verdammt riesige Clown, verfluchter Pirat. Er wird niemals aufgeben. Den Stein. So, ich töte meinen Ork hier. Was hier, du Spasti? Hat der Erfahrungspunkte gebracht? Nö. Verdammt, riesige Clown. Riesige Clown? Warte mal, da oben ist gerade ein Kampf gegangen, glaube ich. Wollen wir eingreifen? Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, eingegriffen. Ja? Speichere am besten mal, dann greifen wir einfach ein. Schließlich gibt das potenziell erstmal immer Erfahrung. Ja, das ist... Wenn die nicht gleich alle auf die Idee kommen, dass sie sich alle uns zuwenden, ist alles gut. Also wir sollten uns vielleicht physikalisch raushalten und nur mit Entfernung angreifen. Na, oder dann zum Schluss halt, also wenn sie so ein bisschen niedergeballert sind, weißt du? Die Reste abgreifen oder was? Ja, genau. Ja, wer ist denn jetzt potenziell schwächer, die Orks oder die Skelette? Das müssen wir herausfinden. Die Orks haben zumindest einen Magier, die Orks auch. Also auf jeden Fall kassiert. Ja gut, mal, lass mal gucken. Ich würde einfach sagen, wir warten einfach mal den Zug ab jeweils. Und greifen dann gegebenenfalls ein. Obwohl, die kassieren gerade schon sehr gut. Ja, die Orks, ne? Kannst du jedenfalls speichern? Ja. Warte, ich muss kurz gucken, ob ich dafür das Safe kann. Ne, es gibt mehrere Quicksets. Okay, ich kenne also mehrere Quicksets. Dann kann ich das jetzt machen. Aber warum willst du denn da reinspringen? Na, das würde ich auf keinen Fall machen. Also die Orks würden wir instant hochkriegen. Ey, Ben! Was? Das war schön mit dir. Ah, Idiot.
Ich wollte übrigens gerade sagen, dass wir die Orks auf jeden Fall tot kriegen, weil die stehen wie alle in der, Giftwolke. Und da würde theoretisch ein Blitz reichen. Los, Giftwolke auf mich, Giftwolke auf mich, Giftwolkenpfeil auf mich. Weißt du, wie weit du wegstehst? Dude, right now, Brother. Ach, man, du stehst vier Dings weg. Ich muss, dafür muss ich ein bisschen laufen. Stell dir mal vor, weißt du, so ein Assassinen-Zombie, ne? Der in so einer Giftwolke richtig aufräumt. Weißt du, so ganz schnell herumschließt und so. Hammer. Ja, ist alles nicht so einfach, weil ich muss den Giftfall irgendwie zwischen den Orks durchkriegen und hier sind viele Orks und das ist... Na, hau den doch auf den jungen Ork-Waldläufer. Ja, der Giftwolkenpfeil ist jetzt... So eine Giftwolke ist jetzt nicht unfassbar groß. So, echt doch. Ich musste dafür... Ja, das Problem ist, dass ich jetzt gerne Feuerball zauber. Kann ich sowieso nicht, aber ich würde gerne Feuerball zaubern. Wir kombinieren das einfach alles, weißt du, wir machen einfach eine richtig krasse Combo jetzt. Aber wir müssen dafür auch einfach mal was riskieren. Ich bin heiß, los. Do it. Ja, wie gesagt, das ist sowieso nicht Feuerball, es kostet 9 AP, das haben wir gerade rausgekriegt. Jetzt stehe ich auch in der Giftwolke, ja, scheiße. Das war so nicht geplant. Nee, du bist ganz knapp davor. Dann bleibe ich genau da stehen, wo ich stehe und hoffe, dass die... Die Orks sind gleich alle tot. Oh ja. Achso, da hat ein Heiter. War ich das? Ach nee. Ey, wo rennt der denn? Aber den können wir abkalten. Na. Guck mal, vielleicht wie viele Leute noch dran sind. Ey, wie viele Leute noch dran sind. Oh lol. Also, die Folge macht. Also, wenn man okay, Gegner dazu bringen kann, da durchzuraufen, macht diese Giftfolge verflucht viel Schaden. Ja. Guck mal, die Skelettpiraten halten auch nichts aus. Oh, nice! Wir kriegen hier Faustdruck über Gesicht! Ja! Epic! Siehst du, es war die richtige Entscheidung, da reinzurennen. Naja, vielleicht doch nicht, aber. Solange der Magier mit den auffälligen Feuerstab nicht die kommt Feuermagie zu benutzen, alles gut. Und du vor allen Dingen nochmal dran kommst, um durch diese Giftwolke durchzulaufen. Oh nein, unschön. Lol. Aber ich bin. Alter! Lol. Weißt du, dass wir laden müssen, wenn beide Hauptcharaktere sterben? Ja, ich weiß. Und du bist aber es auf. Muss ja nichts heißen. Ich bin ja noch vergiftet. Lol, warum explodiert denn hier alles? Ich verstehe es nicht. Warum? Ah, großartig. Was ist denn das da hinten? Warum ist denn da so ein Konzert der harten Explosionen, wenn da Leute dran vorbeilaufen? Ich kann es dir nicht sagen. Madora geht auch erstmal mit rein, weißt du? Lass mal sehen. Lilith ist am Zug. Das ist ja schön. Wieso ist ein Arana nicht rangekommen? Hä? Jetzt ist vorbei. Wieso bin ich gerade nicht angekommen? Ich weiß es nicht. Also wir hätten einfach vielleicht mal einen Zug länger warten sollen und ich habe jetzt gerade übrigens das Safe Game geladen, wo wir schon im Kampf waren. Ja, na, dann kommen wir einfach nicht mehr raus. Ich finde das auch ganz gut, weil, wie gesagt, also wie das sind theoretisch sind das 2, 4, 6, 8, 10, 11 mal 900 EP mindestens. Warte mal, ich lade mal kurz den anderen noch, fällt mir gerade so ein. Darf ich vielleicht mit einem Feuerball eröffnen, auf die Skelette vor allen Dingen? Weil die Skelette sind nämlich potenziell gefährlicher, meiner Meinung nach. Einfach weil es Skelette sind. Und wegen dem Pyromanten, ne? Ja, auch. Ich meine, die Orks haben ja auch einen Schaman offensichtlich, aber der kann halt nichts. Nein, fick dich. Na gut. Dann lass uns einfach mal einen Zug abwarten, weil ich glaube nämlich nicht, dass sie uns angreifen. Das Problem ist, dass es so ewig dauert. Können wir das irgendwie beschleunigen, wenn NPCs Züge machen? Nee, ich glaube nicht. Also NPCs gegen NPCs ist tatsächlich relativ unspannend zu gucken. Das schaffen wir aber heute bei mir nicht mehr. Wir haben nur eine Minute. Ich guck die ganze Zeit an mein Mikro, ey. Was ist denn hier los? Er macht es einfach zum ersten Mal. Ja, noch nie aufgenommen. Noob-Gnom. Never before. Noobenlied. Noob-Gnom ist aber nicht so nett. Ach, Quatsch. Bin einer der freundlichsten Kängurus, die du jemals kennenlernen wirst. Das ist ja schwierig. Ich habe noch nicht so viele Kängurus kennengelernt. Ah, die meisten Kängurus sind ziemlich arschig. Das eine, was ich mal im Leipziger Zoo gesehen habe, lag einfach nur da. Da bin ich hingegangen und hab gesagt, hey Mate, das Känguru. Ja, so sind die Brüder. Immer sehr faul. So, soll ich meinen Zug verzögern, oder was? Ja. Während ich hier einfach krass auf ihr reinhaue. Bam. Wieso kam ich denn gerade schon wieder nicht dran? Möchtest du nicht mehr rankommen? Achso, nee, Beidotter ist jetzt zuerst dran. Sorry.
Weil du könntest halt, ja, genau, weil wenn du schleichen wirst du nämlich Jahrhunderte brauchen, bis du vom Anzug machen darfst. Dann warte ich hier einfach, oder was? Ja. Warte, ich gehe noch ein paar Meter nach vorne. So, und dann Zug beenden. Wir haben übrigens gerade ein Rätsel, warum Lilith 200 später drankommt. Hast du nicht gerade gesagt, wir haben nur noch eine Minute? Ja, die ist vorbei. Wir können halt nicht speichern oder sowas, ne? Doch, wir können einfach warten, bis Badora wieder dran ist. Weil die ist nämlich aus irgendwelchen Gründen mitten im Zug dran. Also so mitten drin, was ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist, weil wir in den Kampf gerannt sind, in dem Moment, als die Piraten gerade, als die Vierer dran waren. Naja, wie dem auch sei. Jetzt kann sich der Ork nicht auskäsen. Ach, schön. Was macht der denn da? Er steht einfach nur da, lethargisch und scheiße. Verbuggt? Hey. Wer weiß es. Na gut, wir werden es sehen. Aber erstmal nächstes Mal. Wenn es dann wieder ist, dann wird es eine Enhanced Edition. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und da ist Madora dran. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, mit dem Gnomen vor allen Dingen. Und hier abonnieren, favorisieren und liken und vor allen Dingen Kommentare schreiben. Tschüss. Macht doch eh keiner. Tschüss.